Als nächstes hat sich die Abgeordnete Brunnel von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Herr Schad hat es schon sehr gut auf einen Punkt gebracht. Man könnte es eigentlich hier so stehen lassen. Ich möchte es trotzdem noch einmal ausführen. Gewalt und Morde an Frauen sind leider auch in Deutschland fast alltäglich. Das Bundeskriminalamt hat für das Jahr 2019 bekannt gegeben, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von dem Mann getötet wird, der vorgibt, sie zu lieben. 122 Frauen in einem Jahr, die durch die Hand ihres Ehemannes, Lebensgefährten oder Ex-Mannes getötet wurden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Linken, es besteht Konsens, dass geschlechtsspezifische Gewalt bekämpft und Femizide verhindert werden müssen. Femizide nach der Definition der WHO vorsätzliche Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts sind, sollten in der Öffentlichkeit als solche auch benannt werden. Die Tötung einer Frau durch ihren Partner vorschnell als Familientragödie, Beziehungstat oder Eifersuchtsdrama sprachlich mal zu verharmlosen, das verstellt uns den Blick auf das Verbrechen. Das klingt nach einer Erklärung, bringt uns Frauen in eine rechtfertigende Haltung, relativiert möglicherweise eine grausame Tat oder impliziert im schlimmsten Fall eine Art Mitschuld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Ausmaß an geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt muss im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert werden. Und das beginnt mit der Sprache und mit der medialen Berichterstattung. Aber eines möchte ich an dieser Stelle auch klarstellen. Wer versucht, Femizide bei religiösen und ethnischen Minderheiten zu verorten, der hat das gesamtgesellschaftliche Problem nicht erkannt. Oder er möchte es bewusst verzerrt darstellen. Vielleicht schon einmal in die Richtung des Rechtsparlaments. Gewaltschutz und Präventionsförderung zählt zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben. Und genau dieser Aufgabe, die auf der gesetzlichen Verpflichtung des Landes beruht, nämlich Schritt für Schritt die Istanbul-Konvention umzusetzen, dieser Aufgabe nimmt sich die Landesregierung mit Nachdruck an. Und ich zitiere kurz aus dem Koalitionsvertrag: Wir stellen uns der Gewalt und Unterdrückung von Frauen entschieden entgegen. In der Umsetzung der Istanbul-Konvention werden wir die vorhandenen Aktionspläne weiterentwickeln und neue Maßnahmen initiieren. So haben wir es vereinbart, und daran halten wir auch fest. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an jedem einzelnen Tag, an dem Frauen in unserem Land Gewalt ausgesetzt sind oder gewaltsam getötet werden, bedarf es noch intensiveren Bemühungen, Gewaltschutz voranzubringen. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention ist eine komplexe Aufgabe und fordert eine permanente Weiterentwicklung der Aktionspläne. Gewaltschutz und Prävention kann nur dann erfolgreich sein, wenn politische Maßnahmen ineinandergreifen. Dieser Verantwortung sind wir uns als Regierungsfraktion bewusst. Und genau deswegen haben wir auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention im COA vereinbart. Wir haben Maßnahmen zum Gewaltschutz von Frauen mit entsprechenden Landesmitteln hinterlegt. Und wir haben es auch bei der Frage zur Bewältigung der Corona-Krise mitgedacht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Finanzielle Hilfen für Frauenhäuser und den Gewaltschutz für Frauen und Kinder sind geplant. Vielleicht sollten Sie dann auch einmal zustimmen, wenn es um die Finanzierung geht. Wir haben zahlreiche Maßnahmen zur Intervention und Prävention von häuslicher Gewalt. Wir haben in Hessen eine Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt im Hessischen Ministerium der Justiz. Wir haben seit 2018 eine Arbeitsgruppe des Landespräventionsrats zum Thema Ehrgewalt und Prävention Gewalt im Namen der Ehre. Wir haben zum Themenkomplex Ehrgewalt eine sehr gute Vernetzung auf kommunaler und regionaler Ebene. Wir haben präventive Bewusstseinskampagnen für Jugendliche, wie z.B. die Kampagne Cooler Move oder PIT Prävention im Team in Schulen. Wir haben die regionalen runden Tische zu Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Sie fordern die Landesregierung mit 15 Punkten auf, vieles zu tun, was zu großen Teilen bereits umgesetzt wird. Aber wir sind da auch ehrlich. Es bleibt ein langer Weg.
Solange Frauen in unserem Land Gewalt erfahren, von Gewalt bedroht sind oder aufgrund ihres Geschlechts getötet werden, ist es die Aufgabe der Landesregierung, das zu verhindern. Und es ist also auch durchaus berechtigt, einige Fragen zu stellen. Und darunter ist eine Frage, bedarf es den eigenen Straftatbeständen Femizid oder reicht die Differenzierung unter Strafrechtssystem zwischen Totschlag und Mord aus? Nach deutschem Recht ist sowohl der Straftatbestand des Totschlags oder des Mordes bei einer vorsätzlichen Tötung von Menschen unabhängig vom Geschlecht des Opfers. Aber die Istanbul-Kollegin, die Istanbul-Konvention, die Kollegin hat es von der FDP hat es bereits schon gesagt, die seit 2018 in Deutschland ratifiziert ist, gilt im Range eines Bundesgesetzes und ist damit eigentlich verbindlich für alle staatlichen Stellen. Laut Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes ist eine strafschärfende Berücksichtigung zu prüfen, wenn die Tat in einer Beziehung oder Ex-Beziehung stattfindet. So sieht es die Konvention vor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frage, ob ein eigener Straftatbestand, Femizid, zwingend notwendig ist, damit Trennungstötung als Mord, das, was Sie auch sind, tatsächlich als Tat aus niedrigen Beweggründen eingestuft werden. Darüber wird in juristischen Fachkreisen sicherlich zu Recht debattiert. Ja, und es ist gut, wenn sich die Konferenz der Justizministerinnen damit befasst, um eine effektive Verfolgung und angemessene Bestrafung von Femiziden in der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu beraten. Denn da gehört es auch hin, genau an diese Stelle. Im Folgenden möchte ich vielleicht noch auf einige weitere der im Antrag formulierten Punkte eingehen, weil es war ja eine lange Auflistung, es waren 15 Punkte, die Sie jetzt hier auch vorgelegt haben. Sie fordern eine Aufschlüsselung der statistischen Daten von Mord und Totschlag nach Täter-Opfer-Beziehung. Es gibt einen jährlichen Bericht der polizeilichen Verkehrs- und Kriminalprävention, und die hat schon die entsprechende Aufschlüsselung, und es gibt die statistischen Erfassungen des Bundeskriminalamtes. Sie fordern Fortbildung. Ja, das ist richtig, und das ist ganz wichtig. Die Fortbildung für Polizei, Staatsanwaltschaften und Justiz werden aber auch bereits landesintern angeboten. Das heißt nicht, dass es reicht, aber es wird bereits angeboten. Es gibt Fortbildung in der Deutschen Richterakademie. Auch das ist wichtig. Es gibt Fortbildung für Beschäftigte der Justiz, die dann im Umgang mit den Opfern häuslicher Gewalt zu sensibilisieren sind. Und es gibt entsprechende Fortbildung für Mitarbeiter, die sich mit Sorge- und Umgangsrecht aufgrund von häuslicher Gewalt befassen. All das ist wichtig. Liebe Frau Böhm, ich weiß auch nicht, ob Sie da waren, als ich im vergangenen Jahr die Gesellschaft für Kinder- und Frauenrechte bei ihrer Gründung vorgestellt habe. Das war hier in Wiesbaden. Und Sie haben auch Ihr Projekt Mammut vorgestellt. Das ist ein echtes Leuchtturmprojekt. Und das zeigt, dass Prävention bereits sehr früh beginnen soll, nämlich schon in der Grundschule, um Kinder früh zu sensibilisieren. Denn häufig sind sie auch mit betroffen von häuslicher Gewalt, direkt oder indirekt. In diesem Zusammenhang war auch eine Vertreterin der Polizeiakademie Hessen anwesend, mit der ich dann auch noch ins Gespräch gekommen bin. Die hat umfangreiche Schulungsmaßnahmen der Polizei geschildert. Genau an dieser Stelle wird eigentlich deutlich, wie wichtig eine Koordination dieser Maßnahmen sind. Darin sind wir uns, glaube ich, auch sicherlich wirklich einig, dass da eine Koordination stattfinden muss. Sie fordern zu Recht ein flächendeckend ausgebautes Netz an Beratungs- und Interventionsstellen. Aber ich glaube, auch da sind wir in Hessen auf einem wirklich guten Weg. Sie fordern Öffentlichkeitskampagnen. Ja, auch hier hat das Land Hessen vieles am Start, mit landesweiten und regionalen Informationsveranstaltungen, mit Aktivierung informeller Netzwerke. Ich könnte jetzt die Liste noch sehr lange fortführen, aber die Redezeit wird dann nicht ausreichen. Sie fordern zu Recht Schutz der Kinder vor häuslicher Gewalt und auch die Einhaltung von Kinderrechten, den Schutz insbesondere von Mädchen vor körperlicher und sexualisierter Gewalt. Und auch hier ist die Landesregierung nicht untätig. Es gibt die Unterarbeitsgruppe der Arbeitsgruppe Gewalt im häuslichen Bereich. 2018 startete bereits ein Modellprojekt, um Frauen und Mädchen vor weiblicher Genitalverstümmelung zu schützen. Das kam heute noch gar nicht zur Sprache. Das ist auch ein Riesenthema, was in diesem Zusammenhang mit erwähnt werden muss. Sie fordern, die Selbstbehauptung von Frauen und Mädchen zu stärken. Auch das ist im COA verankert, eben genau um geschlechtsspezifische Angebote sicherzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich könnte jetzt im Detail noch stundenlang fortfahren, aber dazu reicht jetzt, wie gesagt, die Zeit nicht. Lassen Sie mich zum Schluss vielleicht doch einen Konsens hervorheben. Häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt und Femizide sind keine Privatsache. Es passiert jeden Tag, mitten in unserer Gesellschaft, unabhängig
von Bildung, Herkunft oder Einkommen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und genau deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir uns der Gewalt und Unterdrückung von Frauen entschieden entgegenstellen. Und genau daran halten wir fest, auch in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Brünnel. Für eine Kurzintervention hat sich die Abg. Gnadl von der SPD-Fraktion gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich musste mich jetzt doch noch einmal auch zu Wort melden aufgrund der Äußerungen von Frau Brünnel. Keine Rednerin der Oppositionsfraktion hat heute hier gesagt, dass das Land nichts im Bereich Gewaltprävention oder häusliche Gewalt gegen Frauen tut. Aber es sind einige Dinge genannt worden, wo eben noch zu wenig getan wird. Und das ist insbesondere die Umsetzung der Istanbul-Konvention, die ja für sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche auch festgeschrieben hat, wo es noch Umsetzungsprobleme gibt und Forderungen aufgestellt hat. Und da würde ich gerne auch noch einmal einen wichtigen Punkt nennen, den wir in der Vergangenheit immer wieder auch thematisiert haben und für die wir ja auch Haushaltsanträge gestellt haben, auch für den Haushalt 2020. Das ist beispielsweise sind die Familienzimmer in den Frauenhäusern. Die Istanbul-Konvention sagt, dass pro 10.000 Einwohner ein Familienzimmer im Frauenhaus vorgehalten werden muss. Danach, wenn wir diese Konvention erfüllen möchten und sollten, es ist ja eine Verpflichtung, der sich Deutschland und damit auch die Bundesländer verpflichten, brauchen wir 620 Familienzimmern in Frauenhäusern. Wir haben aber gerade einmal 314. Das ist die Hälfte von dem, was wir eigentlich vorhalten müssten. Der zweite Punkt, den ich hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen will, ja, wir haben auch für diesen Landeshaushalt eine Erhöhung der Mittel gefordert, um genau diese Dinge umsetzen zu können. Das wurde aber von Schwarz-Grün abgelehnt. Und ich frage mich, warum warten wir bei der Kofinanzierung des Bundesprogramms, das ja ab diesem Jahr startet, warum nehmen wir das erst im nächsten Jahr in den Haushalt mit auf? Warum hat Schwarz-Grün nicht dafür gesorgt, dass wir das schon bereits ab 2020 beginnen und entsprechende Mittel bereitstellen, damit Frauenhäuser ausgebaut werden können? Frau Abgeordnete Gnadl, die 2 Minuten sind rum. Ich komme zum Schluss. Es sind insgesamt rund 2.700 Frauen, die jährlich abgewiesen werden in Frauenhäusern und nicht aufgenommen werden können. Und dies, allein diese Zahl zeigt, was dringend notwendig ist hier in Hessen. Moment. Frau Abg. Brünnel, wollen Sie ja wieder? Nein. Kann sie zwei machen? Dann, Dann gibt es die nächste Kurzintervention von der Abg. Sömnis. Ich bin noch nicht so ganz geübt wie Sie, ich werde es aber lernen. Also, ich meine, jetzt haben Sie ja so einige Maßnahmen aufgezählt, Arbeitsgruppen und so weiter, aber da haben Sie dann wieder, Sie haben Arbeitsgruppen aufgezählt, die Sie implementiert haben, aber da ging es dann wieder um migrationsspezifische Probleme. Da haben Sie von Ehrenmord, eine Arbeitsgruppe gegen Ehrenmord geredet. Da haben Sie von Kleinen der Moment, Stimmung bitte. Von. Der Sticker müsste abgenommen werden. Bitte? Da steht drauf, Rassismus tötet und nicht Antifa. Aber irgendwie fühlen sich da irgendwelche Menschen immer angesprochen von diesem Sticker. Ich weiß es gar nicht. Naja, egal. Also ich meine, es ist schon verwunderlich. Und wenn Sie sich schon. Ja, ja, ich meine, komischerweise fühlen Sie sich immer angesprochen. Ein bisschen Ruhe, und dann würde ich Sie bitten, zügig fortzufahren. Und wenn Sie schon auf migrationsspezifische Probleme eingehen, dann hätte ich schon erwartet, dass Sie
die Forderung der Istanbul-Konvention, dass Sie darauf vielleicht auch eingehen, dass da z.B. auch hervorgeht, dass das ehenunabhängige Aufenthaltserlaubnis erteilt werden sollte. Das wäre auch eine Forderung von sehr vielen migrantischen Frauen. Und auch in der Istanbul-Konvention geht es hervor. Darauf gehen Sie nicht ein. Und Sie sagen dann, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber gründen dann irgendwelche Arbeitsgruppen, die eben wieder migrationsspezifisch sind, und sagen dann Ehrenmord, reden was von Ehrenmorden und eine Arbeitsgruppe gegen Ehrenmorde. Also es ist schon verwunderlich. Entweder ist es jetzt ein gesamtgesellschaftliches Problem oder ist es ein migrationsspezifisches Problem. Aber es kann nicht sein, dass Sie sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber dann hergehen und migrationsspezifische Arbeitsgruppen gründen. Und womöglich wissen Sie noch nicht einmal, was Ehrenmord tatsächlich ist. So, das hat die Frau Brünnel jetzt doch herausgefordert. 2 Minuten, Frau Brünnel. So, jetzt dann möchte ich doch noch einmal ganz kurz etwas dazu sagen, liebe Frau Dömitz. Wenn Sie zugehört hätten, habe ich versucht, auf Ihre 15 Punkte einzugehen. Sie fordern ein flächendeckendes Netz an Beratungs- und Interventionsstellen und ein flächendeckendes Netz der Prävention. Und darunter habe ich das aufgeführt als eine der Maßnahmen. Und ich habe ganz klar gesagt, wenn es sich jemand erlaubt, dieses Thema auf eine ethnische oder religiöse Minderheit reduzieren zu wollen, habe ich in meiner einleitenden Rede gesagt, dann ist das der völlig falsche Weg. Also vielleicht da mal zuhören, Frau Sönnitz. Und zu der lieben, genau. Und zu der lieben Kollegin. Jetzt hat die Frau Brünnel das Wort. So, also dann vielleicht einmal, Kollegin Frau, 1 Million. Wir machen zwischen 21 und 24 1,8 noch einmal in die Investitionen. Wir haben eine Säule mit 8 Millionen € für die Frauenhäuser bereitgestellt. Komm, was wir in die Kommunen geben zur Finanzierung der Frauenhäuser. Vielen Dank, Frau Abg. Brünnel. Als nächstes hat sich der Abg. Gar von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag der Linksfraktion mag zunächst als sinnvolle Forderung erscheinen, um auf die Tötung bzw. die Morde an Frauen hinzuweisen oder diese gar zu vermindern. Allerdings geht uns der Antrag der LINKEN im Detail nicht weit genug oder besser. Er verfehlt das Ziel, denn viel Quantität ist eben nicht gleichbedeutend mit viel Qualität. Eins vorab, auch wir tragen den von Ihnen verwendeten Begriff Femizid analog zur Bundesregierung nicht mit. Die Definition der WHO für Femizid lautet vorsätzliche geschlechtsspezifische Morde, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Diese Wortspielereien sind vage, und weder die strafrechtliche Beurteilung wird dadurch erleichtert, noch verändert sich die Wahrnehmung in der Gesellschaft. Wir sollten die Dinge beim Namen nennen. Es sind Morde an Frauen oder Frauenmorde. Ich möchte jetzt nicht auch noch näher auf die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik PKS eingehen, aber Sie dürfen auch mir glauben, dass ein Blick in die PKS eindeutig belegt, dass Frauenmorde ein ebenso trauriges wie auch aktuelles Thema sind. Um mehr über diese Tatbestände zu erfahren und damit auch bessere Präventionsarbeit leisten zu können, sollten innerhalb der Kriminalstatistik die Thematik breiter aufgeschlüsselt werden. Es ist von großer Bedeutung, genau zu wissen, in welchem Verhältnis Täter und Opfer standen, ob es bereits eine strafrechtlich relevante Vorgeschichte gibt und welche Motive sich hinter der Tat tatsächlich verbergen. Geht es um sogenannte Ehrenmorde oder eine Ermordung aus anderen niederen Beweggründen, beispielsweise weil der Partner oder Ex-Partner die Trennung nicht akzeptieren kann? Hier möchte ich direkt zum nächsten sehr wichtigen Punkt überleiten. Die strafrechtliche Beurteilung dieser furchtbaren Taten. Tötungen von Frauen
dürfen nicht verharmlost werden, indem der Täter eine Strafmilderung erlebt, weil er beispielsweise durch eine Trennung den Boden unter den Füßen verlor. Das ist kein Grund, meine Damen und Herren, das ist kein Grund, welches die Straftat rechtfertigt, sondern im Gegenteil eher ein Beleg niederer Beweggründe, die für die Verurteilung gemäß § 211 StGB, sprich Mord, ausschlaggebend sind. Es ist notwendig und als Zeichen an die Gesamtgesellschaft unabdingbar, dass wir zum Ausdruck bringen, kein patriarchalisches Frauenbild zu unterstützen. In der Bundesrepublik und somit auch im gesamten Land Hessen stehen wir von der AfD für eine Gleichwertigkeit von Mann und Frau ein. Kein Partner, kein Ehemann, kein Onkel, kein Vater oder Bruder hat Besitz an einer Frau. Somit ist die Tötung, die damit begründet wird, die Frau habe sich nicht der männlichen Vorstellung nach verhalten, als Mord zu bestrafen. Wichtig ist bei dieser ernsten Thematik selbstverständlich auch, dass wir über Prävention sprechen. Der Antrag der Linksfraktion betont unentwegt die Einhaltung der Istanbul-Konvention, also dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Istanbul-Konvention ist hier jedoch nicht ein Allheilmittel. In anderen Ländern mag dies neue Maßstäbe gesetzt haben, hier nicht. Bereits lange vor der Ratifizierung des Abkommens im Februar 2018 haben wir in Deutschland über essentiell wichtige Einrichtungen verfügt, um Frauen vor Gewalt zu bewahren. Natürlich müssen die folgenden Angebote und Maßnahmen auch angenommen werden. Und genau hier, also bei der Ermutigung betroffener Frauen, können wir tatsächlich ansetzen. Beispielsweise haben wir Nottelefone, an die sich Frauen wenden können. Wir haben die Errungenschaft des Stalking-Paragraphens eingeführt. Wir haben Gewaltschutzverfahren. Dem Täter wird nicht mehr gestattet, die Wohnung zu betreten, und das Verbot der Kontaktaufnahme etc. Wir haben Frauenhäuser und Schutzwohnungen. Diese sind sehr wichtig und leider auch sehr gefragt. Hier benötigen wir einen Ausbau, da ca. 300 Plätze fehlen. Und auch darüber, warum dies so ist, sollten wir eine offene, sachliche und vor allem ehrliche Diskussion führen. Hierzu gehört es an dieser Stelle auch nochmals auf die Problematik der Ehrenmorde hinzuweisen und künftig einen noch schärferen Blick darauf zu richten. Denn diese haben sehr wohl etwas mit Patriarchat zu tun, und das wiederum ist leider teilweise auch eine Frage von kulturellem Hintergrund bzw. Migration. Das Phänomen der Gewalt gegen Frauen ist zwar in allen sozialen Schichten verortet, allerdings proportional unterschiedlich verteilt. Der Hinweis, dass der Antrag der Fraktion DIE LINKE fordert, Frauen zu schützen, die wegen ihres Aufenthaltsstatus keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, zeigt doch gerade, dass man seitens der LINKE vor allem Frauen in einer Bedrohungslage sieht, die aus Kulturen patriarchalischer Prägung stammen. Hier bedanken wir uns bei Ihnen ausdrücklich für diese, wenn auch spät erfolgte Erkenntnis. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass wir den Antrag gerne mitgetragen hätten. Nur leider haben Sie in Ihrem Antrag geradezu einen völligen Wust an Forderungen aufgestellt, der teilweise auch noch stark und unzulässig in die Rechte Dritter eingreift. Und somit können wir unter anderem aus diesen Gründen nicht zustimmen und werden uns enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Garf. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch in Deutschland, einem Land, das sich ja eines der am höchsten entwickelten Länder auf diesem Globus hält, ist jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens mindestens einmal von Gewalt betroffen, häufig innerhalb ihrer Partnerschaft. Frauen sind regelmäßig Opfer von Gewaltanwendung durch ihre Partner oder Ex-Partner. Und im Jahr 2018 sind in Deutschland 324 Frauen versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten durch ihre Partner oder früheren Partner zum Opfer gefallen. 118 von ihnen starben. 2.753 Frauen waren vollendeten sexuellen Übergriffen durch ihre Partner oder Ex-Partner ausgesetzt, also einer sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung. Und bevor wir die Nase allzu hoch nehmen, müssen wir uns wenige Tage vor dem 1. Juli auch daran erinnern, dass in unserem Land erst seit 23 Jahren die Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr straffrei gestellt ist. Auch das gehört an dieser Stelle ausgesprochen. Und deshalb zeigen auch diese Zahlen, warum es so wichtig ist, dass Trennungsgewalt, dass Gewalt auch in Partnerschaften, insbesondere gegen Frauen, nachdrücklich bestraft wird. Es zeigt, dass Staat und Gesellschaft diese Form der Gewalt als besonders drastischen Ausdruck struktureller Machtverhältnisse zum Nachteil von Frauen weder akzeptieren noch bagatellisieren, sondern vielmehr nachhaltig bekämpfen müssen. Und genau diesem Ziel sind wir verpflichtet. Und deshalb sind Präventionsförderung und Gewaltschutz so wichtig. Uns ist es besonders wichtig, Frauen und Kinder zu unterstützen und zu schützen, die Opfer welcher Form von Gewalt auch immer geworden sind und traumatisierende Erfahrungen innerhalb wie außerhalb ihrer Familienstrukturen machen müssen. Dem widmen wir uns weiterhin intensiv, weil kein einziger dieser Übergriffe in irgendeiner Weise zu rechtfertigen wäre. Und Sie haben es alle angesprochen. Das ist auch der Anlass der Debatte. Seit dem 1. Februar 2018 ist die Istanbul-Konvention, also das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, in Deutschland im Range eines Bundesgesetzes in Kraft. Gewalt gegen und Unterdrückung von Frauen muss sich entschieden entgegengestellt werden. Und genau infolge dieses Übereinkommens entwickeln wir die vorhandenen Aktionspläne der Landesregierung weiter. Ich will mal darauf hinweisen, der aktuelle Aktionsplan stammt von 2011. Auch das ist zu lange, Frau Knell, aber es war der erste von 2004, den Sie angesprochen haben. Es gab einen zweiten in 2011. Und wir werden diesen Aktionsplan jetzt auf der Grundlage der Istanbul-Konvention weiterentwickeln, neue Maßnahmen initiieren, gerade auch, um Tötungen von Frauen und Mädchen zu verhindern. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert zahlreiche Modellprojekte im Bereich Schutz von Frauen vor Gewalt und gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern. Der Fokus dieser Projekte sind die Prävention und die Verbesserung des Schutzes von Frauen vor Gewalt, aber genauso auch die gewaltsensible gesundheitliche Versorgung und die verfahrensunabhängige Beweissicherung. All das greift ja ineinander. Wir haben bereits im Haushaltsjahr 2020 und auch künftig die weitere Erhöhung der Finanzierung des Frauenschutzsystems im Rahmen innovativer Projektförderung vorgesehen. 2020 steht dafür erstmals über 1 Million € für Einzelmaßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zur Verfügung und mit der Erhöhung des Sozialbudgets seit 2019 um jährlich 3,45 Millionen € wird gerade auch mit Blick auf die Istanbul-Konvention dieser Aspekt weiter umgesetzt. Wir verstetigen so die qualitativ bereits gut etablierten Angebote, gerade der Frauenhäuser, der Beratungs- und Interventionsstellen, der Frauennotrufe, aber auch der Täterarbeit. Und im Rahmen des geplanten Sondervermögens, das uns diese Woche ja mehrfach
beschäftigt, auch nächste Woche noch einmal, ist darüber hinaus vorgesehen, dass der Schutz vor Gewalt gegen Kinder und Frauen in Krisensituationen mit weiteren 3 Millionen € unterstützt wird. Die Kernelemente der Gewaltprävention und des Schutzes sind auch das multidisziplinäre Zusammenwirken und die systematische Vernetzung der Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich. Für uns ist es ein entscheidender Faktor, dass diese Kooperation gestärkt wird. Wir wollen das Wissen und die Praxiserfahrung aller Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich nutzen, damit daraus gute und praxistaugliche Konzepte für die Prävention und für den Schutz vor Gewalt entstehen. Und deshalb bauen wir die Aus- und Fortbildung aus, um alle Gruppen praxisorientiert zu informieren und zu sensibilisieren, die mit Opfern oder Tätern von geschlechtsbezogener Gewalt befasst sind. Es ist eindeutig so, dass für Frauen und ihre Kinder insbesondere in der Trennungsphase ein hohes Risiko besteht, zu Opfern von Gewalt zu werden. Und wir müssen auch bereit sein, gerichtliche Entscheidungen bezüglich des Sorge- und Umgangsrechts darauf zu prüfen, ob sie die Sicherheit oder gar die körperliche und seelische Integrität von Müttern und Kindern gefährden. Der Schutz von Kindern, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, hat für uns einen besonderen Stellenwert. Deshalb will ich die Arbeitsgruppen Kinderschutz und Gewalt im häuslichen Bereich des Landespräventionsrats und die entsprechenden Landesaktionspläne auch benennen. Dort werden diese Themen bereits vordringlich bearbeitet. Und wir finanzieren darüber hinaus Initiativen und Fortbildungen, in denen Mädchen und Frauen altersgerecht und barrierefrei über ihre Rechte auf gewaltfreien und gleichberechtigten Umgang informiert werden und Selbstbehauptungstechniken lernen. Hessen verfügt durchaus über ein ausdifferenziertes Netz an Unterstützungseinrichtungen für von Gewalt betroffene Frauen. Die drei Ministerien für Soziales und Integration, für das Innern und für Sport und das Ministerium der Justiz finanzieren diese Maßnahmen gemeinsam, und auch dadurch unterstützt das Land vielfältige Maßnahmen, spezialisierte Einrichtungen, beispielsweise die Frauenhäuser, die Notrufe, die Schutzambulanzen, die Beratungsstellen zum Schutz vor häuslicher und sexualisierter Gewalt oder auch die Opferhilfevereine. Das Land Hessen stärkt außerdem den präventiven Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Und ein wesentlicher Baustein dafür ist, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen über Hintergründe und Wirkungen geschlechtsspezifischer Gewalt im häuslichen Bereich in allen sozialen Schichten aufgeklärt werden. Darüber hinaus wird über Schutzrechte, insbesondere über das Gewaltschutzgesetz, das Vorgehen von Polizei und Justiz und die Bestimmungen des HSOG informiert. Und auch das gesamte Spektrum der Hasskriminalität und der Cybergewalt, beides richtet sich häufig auch gezielt gegen Frauen, beobachten wir bereits seit Jahren. Insbesondere mit dem Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze tritt die Landesregierung der Gewalt und dem Hass im Internet entgegen. Darin ist übrigens unter anderem der Aufbau eines Meldesystems enthalten, damit Hass und Hetze im Netz schnell identifiziert werden und den Strafverfolgungsbehörden zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden können. Sie sehen, die Forderungen Ihres Antrags werden in weiten Teilen bereits umgesetzt. Die Istanbul-Konvention steht im Mittelpunkt aller Maßnahmen des Landes, um jeder Form geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen und sie zu bekämpfen. Und wir werden, ich sagte es bereits, auch den Aktionsplan häusliche Gewalt weiterentwickeln. Unser Koalitionsvertrag hebt das deutlich hervor. Wir wollen und wir werden die Prävention und den Schutz vor Gewalt gegen Frauen in ihrer gesamten Komplexität weiter verbessern. Und ich will ganz deutlich sagen, auch wenn das in der vergangenen Legislaturperiode für uns schon ein Thema von hoher Priorität war, jede Form der Gewaltanwendung, erst recht jeder Femizid, ist einer zu viel. Und deshalb müssen wir noch besser werden. Und deshalb werden wir unser intensives Engagement in dieser Legislaturperiode auch mit Nachdruck fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich die Abgeordnete Böhm, Fraktion DIE LINKE.
Danke sehr, Herr Präsident. Ich wäre ja froh, wenn wir alle Forderungen schon umgesetzt hätten, Herr Klose. Aber was ist denn mit dem Aktionsprogramm Häusliche Gewalt? Es ist zwar nicht von 2004, sondern von 2011, aber letztes Jahr haben Sie uns hier zugesagt, dass dieses Aktionsprogramm aktualisiert, erneuert wird auf Basis der Istanbul-Konvention. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, wo liegt denn das Aktionsprogramm? Habe ich es irgendwie nicht wahrgenommen? Wo ist es? Das ist das eine. Sie haben gesagt, Sie hätten schon vieles erreicht von dem, was wir gefordert haben. Was ist denn mit den 300 Frauenhausplätzen, die von den Frauenhausinitiativen die ganze Zeit in Hessen gefordert werden? Diese Frauenhausplätze sind dringend notwendig, damit die Frauenhäuser, und ich bedanke mich sehr bei den engagierten Frauen, die dort arbeiten und immer in der Situation sein müssen, dass sie Frauen auch wieder wegschicken müssen, in diese Situation kommen, dass sie Frauen wegschicken müssen, obwohl sie in der Notlage sind. Wo sind denn diese 300 Frauenhausplätze? Und wo ist denn die Koordinierungsstelle für die Istanbul-Konvention? Das sind drei Punkte, die ich jetzt nur herausgreife aus diesem Ding. Und ich merke wirklich, dass Sie versuchen, die ganze Sache in einen Sack zu binden und so tun, als wäre alles in Ordnung. Und dieses kann ich nicht sehen. Ich freue mich, dass es viele engagierte Frauen gibt und viele Feministinnen gibt, viele Frauen, die sich engagieren, die sich gerade in den letzten Wochen besonders engagiert haben. Denen möchte ich ganz besonders danken. Und ich merke, Sie müssen alle dieser Landesregierung verdammt auf die Füße treten, damit sich endlich etwas bewegt in diesem Land. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Herr Staatsminister, Sie können erwidern, Sie müssen nicht. Nein. Keine Erwiderung. Dann haben wir keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Wir sind am Ende der Aussprache zu dem Antrag mit der Drucksache Nummer 20-2570, Prävention und Bekämpfung von Frauenmorden, geht federführend in den SIA und mitberatend in den INA, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, sind alle einverstanden? Dann machen wir das so.